Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K22. Und ja Leute, wir haben in der letzten Folge eine Trade Deadline gehalten, denn es gibt da natürlich nochmal die ein oder andere Problematik momentan mit unserem Roster. Es läuft okay die Season, sie läuft aber nicht so, wie man es unbedingt will. Unser Standing mit 30-26 ist okay, ist gut sogar. Aber wir sind schon nochmal ein ganzes Stück weit weg, allein schon von Dallas, wenn man sieht, wir haben 5 Niederlagen mehr, das ist schon sehr, sehr viel, vor allem auch noch, auch wenn wir einen Sieg mehr haben. Wir sind weit weg von Houston, den Utah Jazz, Golden State Warriors oder eben auch Denver Nuggets, das heißt, da wird man wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Und Top 4 war eigentlich schon das Ziel, ne? Wenn man dann mal in die Free Agent, in die Vertragsverlängerung guckt, Bianco will die Free Agency testen, da hoffe ich aber, dass ich ihn danach halten kann, das wäre nämlich sehr schön. Ryder will aber auch die Free Agency testen und das könnte schon eher ein Problem werden, denn Ryder ist halt schon 30, wenn er dann einen fetten Deal will über mehrere Jahre, würde das unser Capspace schon ein bisschen belasten. Wir gucken jetzt erstmal, was die Hornets uns bieten und dann gucken wir, ob wir Ryder vielleicht sogar abgeben. Denn auch wenn Ryder echt ein guter Mann ist, muss ich sagen, hätte ich da nichts gegen ihn vielleicht abzugeben. Okay, sie wollen weiterhin Fulant gegen McMillan, das mache ich nicht. Aber wir können ja mal gucken, was man für Ryder kriegen könnte. Wir haben ja auch in der letzten Folge Markel Fultz geholt. Und ich weiß gar nicht, ob es so schlimm wäre, wenn man zum Beispiel sagt, yo, Fultz ist der direkte Backup für zum Beispiel Dugonic. Und wenn der hier startet, ob man dann vielleicht sagt, ey, wir holen uns für Ryder sogar irgendwas nochmal, wo man sagen kann, wir kriegen vielleicht nicht 1:1 Ersatz spielerischer Qualitäten, aber vielleicht kriegen wir irgendwelche Assets nochmal. Denn ich denke, wir haben schon genug Qualität, auch gerade in der Breite, dass das sich auffangen sollte. Und vielleicht kann der ein oder andere, Stichwort Malmanis, Lagarde, vielleicht auch Bianco, nochmal mehr scoren, nochmal mehr Assists sammeln, nochmal mehr Impact haben, dass auch deren Einzelspieler jetzt etwas höher geht, auch für ihre eigene Entwicklung. Also so gesehen, das Team vielleicht etwas schwächen, um dadurch die anderen aber mehr entfalten lassen zu können. Wir gucken mal, was es da so gibt. Das ist natürlich jetzt hier Hauptthema in der Folge, hier in der Trading Deadline. Da gehen wir dann eben rein. Drew Ryder hat immerhin noch 4-Sterne-Bewertung, ne? Also wir müssen da gucken, natürlich gucken, was kann man immer matchen, ne? Das würde ich Ihnen die Aaron Fox zum Beispiel geben. Vertrag läuft auch aus, ne? Brockmann, AJ Gibbs, Zagoda schon Postnov, ne? Hier zum Beispiel auch von den Milwaukee Bucks zum Point Guard. Das würde sich noch nicht mal matchen, ne? Aber wir gucken mal ein bisschen rum. Gut, Battaglia, Brown, Ivanje Wainwright, Austin, Starks, das sind natürlich alle Spiele, die ich nicht kriegen werde. Tyler Hero, der nur noch ein Jahr... Oh. Sorry, da kickt die Allergie rein. Tyler Hero könnte man sich vielleicht holen von den Clippers. Die würden dafür dann Ryder kriegen, aber das bringt die auch nicht so wirklich weiter, ne? Haywood, Hoffmann... Okay, Trae Young ist natürlich noch mit am Start, ne, von den Atlanta Hawks. Auch nur dieses ein Jahr Vertrag. Hat seine ganze Karriere tatsächlich bei den Atlanta Hawks verbracht. Das ist krass, 17 Jahre. Absolute Hawks-Legende natürlich. Giga wäre hier noch mit am Start, ne, so als Scharfschütze. Das wäre gar nicht mal so übel. Aber wir müssen schon jemanden finden, der ungefähr ähnlich verdient. Mancinelli. Das wäre vielleicht auch so jemand, wo man sagen kann, ey, kann man den nochmal von der Bank bringen? Einen richtig geilen Dreier schützen, ne? Die Jazz könnten natürlich auch nochmal Drew Ryder gebrauchen. Das wäre eigentlich genau so ein offensiven Mann, den sie brauchen könnten. Das wäre schon so ein 1-1-Stil, ne? Was haben die denn für Assets? Na gut, die haben jetzt nichts, wo ich wirklich sage, okay, das würde ich mir jetzt holen, vor allem, weil die halt hohe Picks nur haben, ne? Wir gucken mal weiter. Wir gucken mal kurz weiter. Soto, Parks, Hall und Co. Ja gut, hiervon wird auch keiner möglich sein. Marcel Fleming, auch nochmal ein Small Forward hier, ne? Ein Shooter, ein Dreier hat er von den Pacers. Könnte das den Pacers denn weiterbringen, wenn wir mal kurz gucken? Ja, Pacers sind im Playoff-Rennen und die könnten so jemand wie Drew Ryder jetzt hier am Ende nochmal echt gebrauchen, ne? Wenn ich dafür von denen nochmal irgendwie ein geiles Asset oder so krieg. Ryder weg. Ich
werde höchstwahrscheinlich sogar noch eine Season einfach machen, ne? Weil das reicht ja noch locker bis Formel 1. Nastic wäre halt ein junger Mann, den man sich irgendwie holen könnte. Paolo Nastic. Kirk Grant gibt es noch. Kersey. Franz Wagner. Eigentlich wäre Franz auch gar nicht mal so schlecht, ne? Wie viel verdienen sie dadurch mehr? 25 Mio. Okay, also da muss noch ein bisschen mehr fließen. Ja, wir haben Arce Fleming, wäre dann halt auch zu viel dann einfach, ne? Nee. Dann so nicht. Wir müssen halt schon hier. Machen wir es mal anders kurz. Wir müssen halt schon jemanden finden, der ungefähr. Der ungefähr schon so bei 30 Mio ist, aber auch nicht zu viel verdient, ne? Dann mal so 28 Millionen sollte derjenige schon verdienen. Da gibt es natürlich mal Manus, die ganzen Jungen. Wir machen nochmal was anderes. Position. Position ist mir eigentlich egal, um ehrlich zu sein. Free Agent Typ. Uneingeschränkt, genau. Gucken wir mal. Also, dann gibt es ja immer Terrence Wood. Buffett, ja. Bianco, Swift, Hoffman. Treeman. Dann Levy wäre noch hier mit am Start. AJ Gibbs, Gant. Anthony Edwards wäre theoretisch so jemand, wobei man echt hier sagen muss, sein Contract ist zu groß, ne? Bei Anthony Edwards, oder? Wobei das geht, ne? Wobei die ihn kaum abgeben werden. Kersey, Kobe Foster, Ricardo Schulz wäre noch so jemand, ne? Brockmann, Giga Shepard, Nolan, Vincent, Lowell, ne, den kennt man ja auch sehr gut, die Scoring-Maschine. Connor Ewing, Leonard Schumacher, Neil Wainwright, Aaron Love. Ja, so als Center, der auch mal nochmal ein paar Dreier reinwerfen kann. Das wäre nochmal eine andere Alternative zu Perry, ne? Wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Wenn man so Aaron Love holen könnte von den Pelicans. Wo stehen die Pelicans denn? New Orleans Pelicans. Wo sind denn die? Ach, hier. 22, 32, aber wir haben immer noch Chancen, ne? Was das angeht. Wir gucken mal, ob das mit Aaron Love geht. Bei den Pels. Weil die könnten damit noch in die Playoffs kommen oder die gehen halt runter. Wobei die dürften das nicht matchen können, ne? Mit Ryder. Nee, okay. Dann machen wir es anders. Wir gucken mal auf Trade-Suche. Wir gucken mal, gut, Ryder verdient halt 41 Millionen, ne? Das ist das Problem. Also AJ Gibbs und die Aaron Fox könnten sie uns geben gegen Perry und Dingens. Das wäre ja gar nicht mal so übel, ne? Das wäre nicht übel, wobei ich gerne irgendwie nochmal ein Asset mehr haben wollen würde. Ich will keins abgeben. Jose Guzman und Edwards. Dabanovic. Wäre natürlich ein super junger Spieler, den wir nochmal kriegen würden, ne? Von den Clippers. Aber der ist dann auch wieder ein zu starker Spieler da vorne, der den anderen wieder ein bisschen was wegnimmt. Das bringt mich auch nicht weiter. Brooklyn Nets bieten uns einen Erstrunden-Pick und Floyd Andrews. Das ist interessant. Andrews nochmal von der Bank als Center. Das hätte nochmal eine andere Power, ne? Darf hier nochmal einen Pick kriegen. Wobei der Netzpick nicht viel wert sein wird, weil sie extrem stark sind die ganze Zeit. Das muss man auch mal sagen. Ja, hier den Parven, die fand ich ja schon mal gut, ne? Aber, weiß nicht. 3 Jahre hat er halt noch Vertrag, ne? Das ist dann auch nicht das, was ich will. Netz sind aber auch die einzigen, die mir was anbieten, was das angeht, ne? Die Emirates könnten mir Ja Morant geben, okay. Aber er hat halt 3 Jahre Vertrag, da tut man sich nichts Gutes. Tusen. Sieht so aus, als wenn wir mit Ryder weitermachen müssen. Weil alle anderen Deals sind nichts, wo ich sage, damit verbessern wir uns. Ist ja auch nicht schlimm, dass wir mit ihm weitermachen müssen, aber ja, dann ist es halt so. Nee, keine Angebote mehr abgeben. Gary Trent will seine Karriere beenden, okay. Also kein Trade für Ryder gefunden. Hey Max, tut mir leid, dass das so ohne Vorwarnung kommt. Aber ich beende meine Karriere. Ich habe echt gern für diese Franchise gespielt, aber ich bin einfach ausgelaugt. Machen Sie sich wegen dem Timing keinen Kopf. Das ist eine persönliche Entscheidung, die nur Sie treffen können. Ich bin einfach nur froh, dass wir Sie so lange bei uns haben konnten. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, Gary. Ich bin wirklich dankbar für die Chance, die Sie mir gegeben haben. Aber für mich war es das. Es ist Zeit. Es ist doch schön, beendest die Karriere nochmal bei den Lakers.
Und ja, Ryder eben kein Trade gefunden. Achso, habe ich jetzt das All-Star, habe ich den All-Star Draft, wollte ich gerade sagen, ne? Ich mache mal Team Dimitri, ich werde das All-Star Game aber nicht zocken. Wem nehmen wir denn da? Nehmen Postnov, nehmen wir doch Daryl Lagarde, ne? Die holen sich Keith Yates. Dann hole ich mir Kenny Williams. Die holen sich Kristic. Dann nehme ich Lacombe. Und dann nehme ich LaMelo Ball, 14-facher All-Star, das ist auch Wahnsinn, ne? Der wird wahrscheinlich genau Roy Barrett nehmen, ne? Ich nehme dann Parks. Gwyn Elford. Chris Lagarde ist das erste Mal All-Star, interessant. Auch krass, wie gut der Mann eigentlich ist und erst das erste Mal All-Star geworden ist jetzt, ne? Fulant nehme ich nochmal. Barry kann man auf jeden Fall mal nehmen. Kuminga wurde gewählt. James Wiseman ist auch schon wieder mehrfach aus. Ich nehme mal Jenkins. Gehen wir mit Christopher. Sie haben Wiseman genau, nein, nämlich Hobby Shelton. Okay, All-Stars wurden einmal gewählt. Wie gesagt, All-Star Game will ich momentan nicht zocken, da habe ich momentan einfach nicht so Bock drauf. Das ist mir dann doch zu spaßig. Also mit zu wenig Wert, so ist es eher andersrum, nicht viel, zu spaßig. Wir gehen aber rein, denn mit Lakers habe ich definitiv Bock. 115, 110 gegen die Pelicans. Ich gucke natürlich kurz aufs Playbook. So. Müssen auf jeden Fall hier den Sieg nach Hause bringen. Jetzt hier George auf Moore. George. McMillan verteidigt. Dreier-Möglichkeit gehabt, macht er nicht. Jetzt hier vielleicht die Chance Love. Den hatte ich mir vorgehabt zu traden. Mal Mann, es hat da noch gut gestört. Rebound ist bei ihnen. Und dann hat er den ja, die Second Chance Points gemacht. Ja, Ryder, wenn du den Ball willst, hättest du da schon weggehen müssen, ne? Wollte eben den Ball, aber war noch komplett auf unserer Seite. Schönes Play. Und 22 Punkte für Rashard McMillan. Interessantes Play hier, das 0-4 von den Hawks. 118-112. Ja, die Pelicans. Was haben sie vor? Moore hier jetzt am Ball. Ah, der Screen war ordentlich. Gut den Dreier gefunden. Und Taylor macht ihn rein. Und damit das Ganze hier wieder nur noch auf 3 Punkte verkürzen können. Das macht das Ganze mal ein ganzes Stück interessanter. Ja, Perry stellt den Screen. Ryder, ne, kommt nicht durch. Ryder jetzt hier versucht es im Alleingang. Das klappt nicht so wirklich. Okay, jetzt brauche ich eine schnelle Aktion. Dafür ist Lagarde perfekt. Macht ihn nicht rein, mal Mann, es hat den offensiven Rebound leider nicht gehabt. Ah, McMillan's Defense war nicht schlecht. Unser Ball stark von Perry auch noch sich geholt. Und jetzt hier auf Lagarde, macht er es mit Geschwindigkeit. Boom, nein. Schade. Okay, Mismatch, mal Mann ist hier gegen Moore. Sie müssen eigentlich doppeln. Machen sie nicht. Dann sagt mal Mann ist halt danke, ne? Gerade mal 6 Punkte in diesem Spiel. 120, 115. Okay, Timeout der Pelicans. Wir haben hier eine Timeout der Pelicans. Wir wollen da erstmal nichts ändern. Wir machen erstmal so weiter, ne? 120, 115. Sind 5 Punkte vorne. Wäre schön, wenn wir natürlich hier den Sieg nach Hause einfahren können. Oh, der Steal fast. Jetzt haben sie die Dreiermöglichkeit per George, hat er nicht nutzen wollen. Midranger, der ist nicht drin. Rebound ist bei uns. Stark, dass Arenas noch da war und jetzt könnte es richtig reinkrachen. Jetzt könnte es richtig reinkrachen, Lagarde. Oh, da wurde Ryder freigelassen. Und Ryder denkt sich, gut, dass ich mich nicht getradet habe. Damn, Punkte. 123, 115. Mein Ryder ist ja auch kein schlechter Mann. Ich wollte ihn jetzt nicht traden, weil er irgendwie schlecht ist. Aber ich hätte gerne nochmal vielleicht ein etwas anderes Konzept für den Kader. Dass man da eben vielleicht doch etwas weniger in der Breite Stars hat und dafür der ein oder andere Einzelspieler mehr liefern kann. Um nochmal, wow,
der war klar daneben, krasser Airball, dass vielleicht nochmal ein paar andere Leute, zum Beispiel so ein Lagarde, ein Bianco, nochmal ein bisschen bessere Stats aufnehmen können und in ihrer eigenen Entwicklung noch weiter voranschreiten. Auch wenn Teamerfolg cool ist und so, unser Ball, Schrittfehler. Ich meine, ich sag mal so, ein James Harden hätte ohne den Abgang zu Houston Rockets wahrscheinlich niemals seine Karriere so hinlegen können. Im Schatten von Russell Westbrook und Kevin Durant, wenn ihr versteht, was ich meine. Und jetzt hier Ryder. Na? Jetzt hier McMillan. Ah, wird gedoppelt. Ich hab doch... Er hat noch nicht mal ansatzweise den Ball, man will noch passen, dann ist schon vorbei, ihr wisst es. Die Animation immer. Aber gut, Chad Moore hat sich den Ball hier geangelt. Ja. George. Lagarde hier mit dem Foul und sie sind leider im Bonus. Dementsprechend ist das ein bisschen ärgerlich. Wenn er beide reinmacht, sind es nur noch 6 Punkte. Da ist noch einiges möglich. Lagarde, okay. Da ist aber auch nichts mehr möglich, wenn sie ihn so einfach scoren lassen. Da denkt sich Siobhan Lagarde einfach nur, okay, sorry Team, mein Fehler, korrigiere ich eben. Dreier. So, Lagarde. Will er nochmal zerstören? Will er nochmal? Doofe Frage, ne? Nochmal ein Dreier, 4 Arenas. Dann passt das aber auch, ne? 128, 117. Das ist durch. Das ist einmal deutlich durch. 130, 119. Bianco 28 Punkte stark. McMillan hatte Bock. Ryder hatte Bock. Lagarde hat immer Bock. Ne? Was macht er im Average? 8,4 ist es. 14,4 Punkte, okay. Sullivan hatte Bock. Arenas und Co. Das passt doch. Sehr schön. Ich muss mal gleich gucken, wie viele Wochen haben wir denn noch? Also gut, diese 2 Wochen, dann ist das All-Star-Weekend und dann geht's auch schon gegen Ende, ne? Dann sind wir auch noch gegen Ende. Wöchentliches Meeting können wir natürlich abhalten hier mit Kawhi Leonard. Es wird auch echt crazy, muss ich sagen, wenn ich einfach aufhöre mit NBA 2K. Ich meine, seitdem es raus ist, zocke ich das jeden Tag. Bis auf wenn ich vielleicht mal krank war oder so. Aber eigentlich täglich. Ich muss aber echt mal gucken, wie viele Stunden ich in diesem Spiel habe. Das werden einige sein. Das sind einige Tage, die ich in diesem Spiel investiert habe. Mit Bearbeiten, Co., Draft-Jahrgänge. Allein diese Franchise-Serie dann im Stream, wo wir am Anfang online gezockt haben. Bisschen die Einzelspielerkarriere, wenn auch zu wenig. Sullivan verletzt. Also ich bin mal sehr gespannt, was ich da am Ende für eine Spielzeit habe. Das dürfte auf jeden Fall brutal viel sein. Aber es macht doch einfach Spaß. Porzingis kriegt mal die Zeit. Wobei ich sagen muss, ne, ich gebe mal Ryder ein paar weniger Minuten. Bianco, Lagarde, Malmanis, die kriegen jetzt mal alle einen Ticken weniger Minuten, auch McMillan. Denn diese 14 Minuten will ich mal Karl Fultz geben, der soll ruhig auch zocken, ne? Warum auch nicht? Der soll ruhig auch reinkommen, ein bisschen zocken. Allgemein kann man bald, ne? Ich glaube, jetzt ist es noch zu früh. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall noch zu früh. Aber sollte man die Playoffs irgendwie relativ sicher haben, dann kann man den anderen Spielern auch mal richtig, richtig Minuten geben. Das mache ich ja allgemein immer ganz gerne gegen Ende. Wow, die Jazz haben mir 40 Punkte eingeschenkt im ersten Viertel. Das ist übel gegen Dimitri De Bostonov und Co. Okay, McMillan hatte Bock, Bianco und Co. Harry Porzingis macht 10 von der Bank, Ryder. Dugonic Fools hier mit 5. Das passt alles, ne? Bostonov trotzdem eine super Leistung. Ey, was bist du für ein Big Man, ne, der 3,2 Steals und 3,1 Blocks holt? Du bist doch nicht normal, Mann. Ehrlich, irgendwas stimmt mit Dimitri Post noch nicht. Ich glaube, der hat nicht verstanden, dass er kein Guard ist. Kannst doch nicht als Big Man 3 Steals holen. Wahnsinn, der Typ. Ich bin auch sehr gespannt, wenn wir ganz, ganz am Ende einmal uns alles angucken, statistisch. Wenn wir, wow, leider verloren. Wenn wir wirklich mal gucken, ey, wer hat welchen Rekord gebrochen? Wer hat dies, wer hat das? Das wird sehr interessant, wo die NBA da steht. Reggie Perry ist jetzt auch noch verletzt, okay. Umso besser für die anderen, die kriegen da nochmal ein paar Minuten mehr, ne? Allgemein habe ich echt überlegt, ob ich vielleicht, da müsst ihr gerne mal Feedback. Ich habe echt mal überlegt, ob ich vielleicht sogar es so mache. Geben wir den jetzt allen hier 20. Ob ich das vielleicht sogar so mache, dass ich, wenn wir uns dem Ende nähern, vielleicht noch so 3, 4, vielleicht sogar 5 Folgen mache, die ich einfach, wo ich einfach vorsimuliere. Wir gucken, wo wir landen.
auch die Playoffs und Co. vielleicht so simulieren, sowas wie Simulate to Glory, ihr wisst, ich mag sowas überhaupt nicht, aber das ist ja eine fortlaufende Serie, dass wir vielleicht nochmal 4-5 Jahre vorkommen, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir gucken mal, wo man hinkommt in der Regular Season und Co. und dann schaut man, ob man schnell nochmal 1, 2, 3 Jahre in einer Folge reinmacht. Hier ist es dann ja aber was Fortlaufendes und nicht so Simulate to Glory mäßig, sondern immer eine Folge, eine Saison, um nochmal so ein paar Jährchen vorzukommen. Weil ich würde schon cool finden, zu gucken, wo landet er zum Beispiel am Ende seiner Karriere. Was hat er am Ende für eine Punktzahl? Ist er irgendwo in den Rekorden und Co., dass man da nochmal vorgeht? Oder ich mache eine Folge, wo ich allgemein nochmal sage, okay, ich bin nochmal ein paar Jahre, vielleicht ist das sogar noch besser, wo ich einfach ein paar Jahre allgemein vorgehe, nochmal so 6-7 Jahre. Und wir gucken uns einfach die NBA im Jahr 2045, sagen wir nochmal sogar 10 Jahre an und schauen dann, wie ist das Standing in der NBA, wer ist Rekordscorer, wer hat die meisten Assists, wer hat die meisten Titel, wer hat in den letzten Jahren dominiert, welcher Spieler und. Wisst ihr, was ich meine? Klar wisst ihr, was ich meine, ihr seid ja kein Vollidioten. Rotation beibehalten. Das könnte, glaube ich, nochmal interessant sein, so ein Blick, okay, wo steht die NBA? Andererseits weiß ich auch nicht, ob das so cool ist, weil dann habe ich es ja nicht selber miterlebt, ne? Deswegen mag ich auch die Simulate-to-Dingens nicht so. Aber muss ich mal gucken, ob man dann vielleicht sagt, man macht so ein, zwei Speed-Seasons, wo man wirklich sagt, okay, das ist, dass man gerade die Regular-Season vielleicht etwas schneller angeht, aber dann in den Playoffs trotzdem noch ein bisschen zockt. Ihr könnt mir ja gerne auch einen Vorschlag machen, wie man das handhaben soll, so für die letzten paar Folgen noch, ne, weil Formel 1 kommt am 28. Juni auf jeden Fall raus. Wie gesagt, oh, Vertragsverlängerung ist auch gleich, ne, diese Season mache ich ja safe noch, eventuell danach noch eine weitere ganz normal, aber danach wird es auch langsam Zeit, ne, mit dem Beenden. Ich finde das auch dann ganz gut, wenn ich dann nicht direkt am letzten Tag beende und dann Formel 1, weil dann muss ich das immer so quetschen und das ist dann nicht cool. Das ist dann schon cool, wenn es so 3-4 Tage vorher mal beendet ist. Und danach mache ich vielleicht sogar ein Video, was wünsche ich mir für 2K23. Vor allen Dingen in diesem Modus hier. Ich denke, das wäre dann auch noch so ein cooler Abschluss. Aber gut, keine Verlängerung. Jetzt habe ich viel gequatscht. Ich will auf jeden Fall nochmal in ein Game reingehen. Und in der nächsten Folge machen wir dann das Ende der Regular Season. Ihr kennt es von mir. All-Star Break ist jetzt. Das heißt, dann geht es noch einen Ticken schneller. Gegen die Suns leider verloren, ne? Leider verloren. Also so gut läuft es auch noch nicht für uns. Wir gehen mal noch in die nächste Woche gleich rein. Und dann schauen wir mal. Hier wieder gegen die Suns. Und es sieht aus nach einer Back-to-Back-Niederlage, oder? Ja. Leider ja. Hier wollte ich jetzt mal nicht reingehen. Gehen wir noch mal eine Woche vor. Okay, da sind nur noch die Magic. Oh, und danach haben wir auch kaum noch Wochen, ne? Also kaum noch... dann ist gar nicht mehr viel zu tun. Antoine Sutton, mit dem kann man ja auch nochmal kurz quatschen mit unserem Scout. Also, Teamstatus, Rashard McMillan ist mit seiner Rolle nicht zufrieden, okay? Okay, Karten auf dem Tisch. Ich gehöre in die Starting 5. In letzter Zeit läuft es doch nicht und das liegt doch daran, dass ich nicht in der Starting 5 stehe. Rashard, ich weiß, Sie sind sehr ambitioniert und wollen unbedingt starten, aber Ihre Rolle als Bankspieler ist enorm wichtig für unser Team. Sie sind der perfekte Sixth Man und führen unsere Second Unit hervorragend an. Ja, ich verstehe schon, wie wichtig meine Rolle ist. Trotzdem finde ich, gehöre ich in die Starting Five. Ich bin ein Star des Teams und sollte nicht von der Bank kommen. Minus 20. Damn. Okay, minus 20. McMillan ist not amused, ne? Okay, wir haben hier nochmal einen ganz kleinen Bericht, das habe ich ja noch nie gesehen. Abe Chikoko. Dann haben wir Kerimoglu und Calvin Harper, okay. Alle bei 100%. Gehen wir Pick 13. Ne, Pick 13 haben wir auch schon 100%. Ich will halt eine sehr genaue Angabe dieses Mal haben, ne, weil manchmal fehlt dann ein was. Okay, den Pick hat man auch schon. Aber Pick 18 sollte man noch nicht perfekt sein, sage ich doch. Pick 4 ist man auch perfekt, okay, so dass man die ersten Leute zumindest alle durch hat, ne? Machen wir hier Pick 22 und Pick 4, machen wir 26 dann noch. Weil ich will diesmal echt eine genauere Angabe haben und nicht dazwischen Lücken haben, wo ich mir dann denke, hö, was mit dem, was mit dem. Mockdrafts habe ich jetzt von jedem die Stärke, 77, 70, Doyle Felder 70, da muss er aber mega Potenzial haben, wenn er so weit oben ist. Leo Mons scheint auch echt nicht der beste Draft-Jahrgang zu sein, der jetzt rein von der Gesamtstärke her anscheinend ein etwas schwächerer Draft-Jahrgang.
Was schade ist, weil wir den Sharks-Pick haben. Aber Percy Bryan hier im Big Man ist halt auch nicht das, was wir brauchen, leider, ne? Da hätten wir schon den ersten Pick, aber das wäre nicht ganz, was wir brauchen. Laut 2K, Doyle Felder sogar auf 1, das finde ich interessant. Aber hier ist schon Percy Bryan, ne? Das scheint so der Mann zu sein aus Seattle. Das wäre witzig, weil Siavon Lagarde kommt auch aus Seattle. Bestenfalls All-NBA, schlechtesfalls Bill Cartwright. Starke Rumpfmuskulatur, gelangt mühelos an seine Position, dominiert die Low-Post, okay. Muss man halt nur gucken, ob die Sharks es dann halt auch packen, wirklich dieses Turnier zu gewinnen, ne? Ist halt auch so eine Frage. Sullivan, ich behalte die Rotation trotzdem kurz bei. Fultz und Co. sollen mal ein bisschen zocken, ne? Die sollen ruhig mal ihre 20 Minuten da kriegen. Wenn es gegen Orlando enger bleibt, gehe ich rein am Ende. Ja, komm, 97-91, nochmal das perfekte Abschlussspiel. Und dann gucken wir mal auf Standing. Weil ich glaube, wir könnten böse überrascht sein, weil wir haben jetzt ja echt ein bisschen viel verloren, ne? Also ich kann mir echt vorstellen, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei Positionen jetzt echt nochmal gefallen sind, auch wenn das nicht schön wäre. Und dass wir echt um die Playoffs sogar bangen müssen. Dann müsste eh nochmal eine kleine Umstrukturierung her, ne? Das wäre es ja, wenn wir die Playoffs verpassen. Wäre komplett Katastrophe. Ja, kommt da nicht wirklich ran. Markel Fultz ist da. Baxter. Man hört die Zuschauer gerade nicht. Mal wieder dieser Zuschauerbug. Dugonisch verteidigt da Baxter. Eigentlich auch der Wahnsinn, was aus Romero Baxter geworden ist. Super den Mann gefunden. Und Rilla mit dem Dreier. Er ist immer noch sehr still hier. Rilla mit 20 Punkten. Dugonisch, ne? Porzingis stellt den Screen. Pick and Roll. Klappt sehr schön. Und Porzingis mit 13 Punkten. Also das ist richtig stark, ne? Vielleicht bevorzuge ich echt das, dass man sich irgendwie guckt, dass man mal einen Star nochmal kriegt, also einen richtigen. Dafür dann mehr gute Rollenspieler wie Porzingis und Co. hat, ne? Wobei er dann aber jemanden wie Baxter bitte nicht so, ja, stehen lassen sollte. Jetzt hier Dugonisch. Porzingis stellt nochmal den Screen, wieder Pick and Roll. Ah, das funktioniert sehr schön. Fultz hat 6 Assists. Ne, Dugonisch ist es, sorry. 15 Punkte für Porzingis, 101-96, also das läuft sehr, sehr gut. Timeout Magic. Also ich will sogar meine Bank auf dem Feld lassen, ne? Also ich, Dugonisch. Ja komm, Bianco darf schon rein. Auch ein McMillan darf rein. Dann haben wir hier Perry und eben Porzingis. Mal gucken, ja. Natürlich hat es nicht übernommen, ne? Nehmen wir nochmal eine Timeout, weil es hat natürlich nicht übernommen, was ich wollte. Einfach Ryder spielt, das nervt mich manchmal, ne? Das nervt mich manchmal richtig an 2K. Dass wenn ich selber eine Aufstellung gewähle, dass die dann trotzdem irgendwas anderes machen, wie die gerade Bock haben. Dugonisch, ne? Dann Bianco. Wobei Lagarde, ne, McMillan will ich da schon haben. Perry und dann Porzingis. Danke. Perry mit 0 Punkten. Jetzt hier Quinn. Ah. Der ist nicht drin, unser Ball. Gornic. Schöner Pass auf Porzingis, der den nicht reinmacht. Der hat ihn nicht reingemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Dream-Duo. Oh, Foster so freilassen. Nicht drinne. Jetzt hier Bianco. Nein, 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 nein. Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass das nicht gut war. Und Baxter konntest du dann nicht mehr stoppen. Das war ein eklatanter Fehler gerade. Darf nicht passieren, sowas. Ja, nochmal hier. Pick and Roll. Ah, auch den macht er nicht. Okay, Porzingis geschwächelt. Man denkt, das Pick and Roll klappt die ganze Zeit. Hat sie auch eigentlich. Aber die Abschlüsse von Porzingis sind dann eben nicht mehr optimal. Baxter. Oh, Rilla freigelassen, Rilla bestraft. Das ist okay, jetzt haben wir die Crunch Time. Jetzt muss ich gleich mal überlegen, ob ich doch nochmal eine andere 5 auf Feld schicke. Gornic. Ah, der Screen von Porzingis war halt nicht perfekt. Deswegen nehme ich hier auch nochmal eine Timeout.
War zwar ganz nett alles, aber jetzt brauchen wir dann doch die besten Leute drauf, ne? Erste 5 Arenas, Malmanis, Lagarde, Bianco, Ryder. Perfekt. Jetzt brauchen wir dann doch unsere Star Power. Da nicht mehr so viel Zeit ist, gehen wir auf eine Eise. Lagarde kann sich da nicht durchsetzen, muss jetzt einen ganz wilden Wurf nehmen. Ich dachte, ich werde da durchkommen. Patterson. Gut gestört. Gut gestört. Und jetzt hier Transition Game. Wir sind einer mehr. Wenn wir es ausnutzen, Lagarde, sprinte doch. Schön, Lagarde. Lagarde. Janko, der Fake kam nicht an. Etwas zu chaotisch. Baxter gegen Lagarde. Nein. Es war nichts. Etwas zu wild alles. Baxter. Ah, Rilla. Gegen Bianco. Schwierig. Jetzt hier Lagarde. Ja. Arenas. Fake. Nimmt mal den Drive, wird weggeblockt. Es ist ein Foul. Es war ein Wurf-Foul. Oh. Okay. Macht ihn rein. Das könnte jetzt wirklich hier so die Winning Situation sein. Der ist nicht drin, Arenas. Ein Punkt. Es ist ein Punkt, der uns hier jetzt gerade trennt. Okay, er wollte den nicht machen. Jetzt hier Rilla. Baxter. Gegen Malmanis hat er das Mismatch. Malmanis verteidigt das aber super. Der ist nicht drin. Na, oh. Okay. Freiwürfe und dann dürfte das gleich vorbei sein. Yes. Außer sie machen dann natürlich nochmal einen Dreier, ne? Okay. Okay. 104, 101. Jetzt heißt es den Dreier verteidigen. Alles switchen. Protect Perimeter. Um Rebounds kämpfen. Rilla. Protect Perimeter. Defensiveinstellungen bei ihm hier. Verteidigt von, ist mir egal. Onball-Druck erdrücken. Das gleiche gilt dann für Brandon Rilla. Ist mir auch erstmal egal. Onball-Druck definitiv auch erdrücken. Als auch Offball eng, weil der kann die drei unglaublich gut. Baxter und Rilla dürfen keine Freiheiten kriegen. Gerade Rilla, der darf auf keinen Fall irgendwie den Dreier nehmen. Nimmt den super contestet, das ist dann okay. Boah, was mache ich da? Und der ging nicht rein. Rilla kriegt nochmal den Dreier. Macht ihn dann Gott sei Dank nicht rein. Ja, es war gerade ein bisschen chaotisch am Ende. Und wurde Gott sei Dank nicht bestraft. Das hätte... Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf Beenden gedrückt. Das hätte aber auch echt schief gehen können, ne? Ach ja, ja, gut. Gehen wir nochmal in den Spielbericht. Rilla mit 23. 4 Steals, 2 Blocks, überragend, ne? Malmanis mit 17 Rebounds, 3 Blocks. Junge, Junge, Junge. Okay. Gehen wir nochmal die Woche vor und dann... Connor Wood ist jetzt auch noch verletzt. Okay, die verletzen sich jetzt alle hier. Dann kriegt vielleicht sogar Trent nochmal ein paar Minuten, warum nicht, ne? Sullivan ist ja wieder back. Dann kriegt der die Minuten. Aber machen wir mal so. Sind wir mal nett. Kriegt Trent auch nochmal ein paar Minütchen, ne? Sullivan, Porzingis, Fultz nochmal ein bisschen weniger. 14 Minuten nochmal für Trent. Dann kriegt der Rust auch ordentlich Spielzeit. Und ja, ins Meeting gehe ich dann in der nächsten Folge oder vielleicht auch offline, das ist ja nicht ganz so wichtig. Wir sind gefallen. Wir sind gefallen, wir sind nur noch Siebter. Das heißt, in der nächsten Folge geht es darum, Playoffs oder Play-In. Ich denke nicht, dass wir aus den Playoffs fallen, so katastrophal sind wir dann auch nicht. Aber es geht darum, ob wir in die Playoffs kommen oder nicht. Was natürlich auch nicht so geil ist, um ehrlich zu sein, ne? Das wird schwierig gegen Seattle und gegen Dallas. Kämpft man da, das ist ein Dreierkampf. Und gegen die San Diego Surfers sogar ein Viererkampf um die Playoff-Plätze. Vielleicht sogar ein Fünferkampf, je nachdem, ob die Suns nochmal ein paar Siege mehr holen. Selbst die Clippers könnten theoretisch noch da reinkommen, ne? Wie viele Spiele haben wir noch? Ein paar. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Wir gucken natürlich nochmal kurz in den Osten, das will ich euch nicht vorenthalten. Da sind die Heat und die Brooklyn Nets ganz oben. Knicks, Detroit und Co. Und weiter unten... Da sehen wir die Bulls, ne? Philly, Orlando, die Sharks
Okay, Leute, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Eure Losche meldet sich ab und bye bye.